Hallo Leute, hier ist wieder der Chris und heute haben wir wieder ein kleines Unboxing-Video. Und zwar wissen die meisten von euch ja, dass ich nicht unbedingt so der Fan von gutefrage.net bin und ja, habe trotzdem von dem was geschickt bekommen. Das ist das hier und das packen wir jetzt mal aus. Muss mir den ganzen Kram hier wegpacken, ich habe das noch nicht aufgeräumt, das habe ich vergessen, aber das machen wir mal jetzt. So, und zwar habe ich hier eine Tasse gewonnen und ich denke mal, gutefrage.net hat nachgedacht und mir was anderes geschickt, denn es hört sich auf jeden Fall so an wie Weihnachtsklimpern, so Weihnachtsgeschenke. Und ich denke mal, dachten sie, yo, der Chris, der haut hier gute Antworten raus, der hat was anderes verdient. Ja, gut, wollen wir mal reingucken jetzt, ist noch zu. Ich habe es nicht einmal aufgehabt, mal schauen, was die netten Herren für gute Frage mir mal geschenkt haben. Das Messer habe ich immer dabei. Da ich ja generell nur Unboxing mag und mache, ist das immer eine Tasche halt. Ne? So, machen wir es mal vorsichtig auf, bin ich aber gespannt, was die mir da dann geschickt haben. So, es wurde losgeschickt am 23.07. Nee, Quatsch, 31.07. Heute ist der 14. Also, ja, zwei Wochen, gute zwei Wochen, aber gut Ding will Weile haben, sagt man ja. So, wollen wir noch reinschauen. Ah, so, hier sind so kleine Dinger. Die auch noch umsonst, das ist auch nett von denen. Man sieht wunderbar eingepackt, kann man sehen, ja. Aber ein bisschen Spannung halten hier. So, mal gucken. So. Anscheinend aber doch eine Tasse. Ich habe aber ganz recht, denn ich kriege ja. Nee, Quatsch, wie war das denn? Ich habe keine Tassen zu Hause, sondern ganz wenige nur. Und ja, sieht wunderbar aus. Also, so habe ich mir die Tasse auch gewünscht. Kann man gut draus trinken. Finde ich ganz in Ordnung. Und Einzelteile so zum Basteln, wenn man dann die Tasse noch erweitern möchte. Und ja. Ich denke mal, das war's aber auch. Können wir nochmal gucken hier kurz. Ja, noch ein bisschen Müll und ein paar Henkel und so, aber alles sonst in Ordnung, würde ich sagen. Ja, liebes gutefrage.net-Team, danke dafür und ich freue mich. Kann ich in meine Tasse reinstellen, in meinem Schrank reinstellen und die Besucher ganz sich auch freuen. Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.